叫陈旭宏，来自中国上海。Hello, my name is Eric. I'm from Korea. 我叫陈阳，我来自中国的上海。Ich bin Tom und komme aus München. Mit Bayern-Keeper Tom Starke gibt es immer etwas zu lachen. Auch als Patenonkel für diese Talente aus der ganzen Welt macht er eine gute Figur. Tom ist der Hammer. Wir arbeiten ja jetzt enger zusammen seit 3 Jahren und er ist wirklich eine tolle Persönlichkeit, denkt über den Tellerrand hinaus, hat seine Wurzeln nie vergessen. Das tägliche Glück von Weltmeistern eskortiert zum Training zu gehen, mit den Topstars der Branche zu trainieren. Tom Starke weiß sie zu schätzen. Die späte Krönung seiner Karriere. Seit 2012 ist er nun in München. Aktuell gibt es für ihn nur ein Thema, das Bayern-Gastspiel bei Dynamo. Wenn wir am 17. dann das spielen, werden das meine Jungs von Bayern auch merken, dass das nochmal was ganz anderes ist, in Dresden zu spielen, bei einem Auswärtsspiel, weil da einfach so viel Emotion dabei ist für den Verein, für die Sache, die dann ja auch einen guten Zweck erfüllen soll. In Freital bei Dresden geboren, träumt er schon früh davon, das Tor zu hüten. Natürlich das von Dynamo. 1991 wird er von den Schwarz-Gelben entdeckt und landet in der E-Jugend. Ja, damals war das natürlich, war Dresden der Verein. Und habe mit meinem Vater dann auch schon in der Fankurve gestanden, im K-Block. Und da war das schon eine ganz andere Welt. Also war schon mega aufgeregt, als ich da angefangen habe. Das weiß ich noch wie heute. Mit der von Ralf Minge trainierten A-Jugend gewinnt Tom 1998 den Titel in der Regionalliga Nordost. Empfiehlt sich mit seinen Leistungen für die deutsche U18. Doch nur ein Jahr später platzt sein Traum. Der Junioren-Nationalspieler muss Dynamo verlassen. Trainer damals Colin Bell, Manager Frank Ehlig. Und mein Vater weiß, ich stand oft bei Ehlig auf der Matte und hat gesagt, der Junge will hierbleiben, macht ihm ein Angebot. Und ich weiß noch, damals hat Ehlig immer gesagt, den können wir nicht bezahlen, den können wir nicht halten. Und das war schon sehr schwer, weil es auch sehr enttäuschend war, weil ich schon gerne geblieben wäre. So hat sich meine Karriere natürlich auch entwickelt und ich groll da jetzt niemandem nach. So gesehen wird für ihn, der als Schattenmann von Manuel Neuer mit dem FC Bayern alles gewonnen hat, was es im Clubfußball zu gewinnen gibt, morgen in Dresden doch noch der alte Traum in Erfüllung gehen, bei einem Dynamo-Spiel im Tor zu stehen. Aber auch er ist voller Vorfreude. 25 Jahre nach seinem Weggang von Dynamo kehrt Matthias Sammer nun zurück und wird fast ein wenig sentimental. Dieses Spiel mit Bayern München ist etwas so Außergewöhnliches, dass ich manchmal von den Gefühlen her gar nicht weiß. Also auf einer Seite freue ich mich, auf der anderen Seite will man ja auch selber das immer in Zurückhaltung. Es soll in Dynamo Dresden gehen und ja, bin da auch ein bisschen aufgeregt, muss ich klar sagen. Für den Rotschopf ist da aber nicht nur der Gedanke an die alte Wirkungsstätte. Es gibt auch ein Wiedersehen mit Uwe Neuhaus. Der neue Dynamo-Cheftrainer war Sammers Co-Trainer zu Dortmunder Zeiten. 4,5 Jahre lang. Uwe Neuhaus ist eine fantastische Persönlichkeit. Ein absoluter Fachmann im sportlichen Sinne. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ein sehr, sehr guter, verlässlicher, berechenbarer Mensch. Ich kann den Fans nur zurufen, gebt diesem Mann auch ein bisschen Zeit, wenn es möglicherweise mal ein bisschen holprig sein könnte. Er ist was Besonderes. Zurück zu Tom Starke. Der 34-Jährige ist zwar aktuell nur noch die Nummer 3 bei den Bayern, seine Planungen aber sind trotzdem zweigleisig. Ich habe ja immer gesagt, ich würde gerne noch so lange wie die Knochen halten und so lange wie es geht, will ich da unten stehen, weil ich glaube, das ist eh der geilste Job, den es gibt. Und ja, ich stelle mich breit auf, interessiere mich jetzt auch jetzt hier für unsere Jugend, schaue mir viele Spiele an, werde jetzt im neuen Jahr auch eine eigene Jugend, die U14, als Torwarttrainer begleiten. Der Keeper hat gleich mehrere Eisen im Feuer. Neben den Aktivitäten mit seiner Fußballschule könnte für ihn auch der Job als Torwarttrainer schon bald spruchreif werden. Bayern München selber hat ein großes Auge auf ihn, um ihn dann auf Dauer auch hier in der Torwarttrainerausbildung möglicherweise mit zu integrieren und nicht nur was Ausbildung betrifft, sondern auch da eine wichtige Rolle einzunehmen. Torwarttrainer beim FC Bayern, nicht die schlechteste Perspektive, oder? Doch erst einmal geht es morgen zum Benefizspiel in die alte Heimat, nach Dresden.